Hey, ich bin Partykeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wir machen weiter bei Greedfall. Die Gouverneurin, das werden wir jetzt nicht gleich machen, trifft ich mit dem Gouverneur der Brückenallianz und das war, Telme. Gelangensdorf, puh. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir jetzt machen. Gehen wir erstmal nach Teleme oder wie auch immer und schauen uns mal an, wie wir da vorankommen. Auf der Nordstraße. Kommt man da eigentlich runter? Ja, kommt man. In den Steinbruch. Gutes wollen wir ja im Augenblick noch nicht. Aber gut zu wissen. Was wir natürlich mit den Eingeborenen machen, ist eine Frage, ist eine andere Frage. Aber wir müssen erstmal schauen, dass wir mit unseren, ja, was heißt Verbündeten, aber dass wir die beiden Parteien ausloten. Kann ich da jetzt auch einfach laufen? Nee. Okay. Triff dich mit der Gouverneurin. Jo, Reise dauert 2 Stunden, okay. Ich hoffe, der Ladebalken dauert nicht so lange. Nö, cool. Lager im Wald. Kannst du bei Lagern und herumziehenden Händlern Halt machen. Dort kannst du Gegenstände kaufen oder verkaufen. Der Werktisch. Und muss ich den Pfad folgen. Okay. Brauche ich ja eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass er natürlich hier zur Verfügung steht. Was will er denn? I have a favor to ask. Very well, I'm listening. I'm not sure if you know how one becomes an Ort. My you are talking about the Seaborn, but there are also volunteers and also others named the Sea Given. The Sea Given are entrusted to the Norse by their family to honor contracts. How can parents give away their children as a contract? They do not always have a choice. That's what must have happened to me. I was given away. I don't know anything about my real family except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Norse and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. I need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene. And it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. However, I get the impression that this may not be the right time for you. We'll talk about it again when you're less busy. Did you want anything else? Gut zu wissen. You seem to be mad at me for some reason. Do you still resent the fact that I called your ship a boat? No, it has nothing to do with that. Nobility makes me uncomfortable. I'm sorry if I was rude. Gut. I can't blame you. Most nobles are tiresome. I hope that I've managed to change this poor first impression of me. You have? I was wrong about you. You are different. I should have realized that sooner. I hope you can forgive my manners. It was foolish of me. Did you want anything else? Nö, ich glaube, wir sind soweit durch. Das machen wir, wenn wir wieder zurück sind. Kümmern wir uns mal darum herauszufinden, wer er ist und ja. Dann werden wir ja sehen, was sich da noch weiter bewegt. Wir können abseits gehen natürlich auch, glaube ich. Huch, was ist denn da oben?
Oh, ja, das ist da oben. Keine Mühe. Was natürlich blöd ist, weil... Wow. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist natürlich blöd. Da muss ich ein bisschen gucken. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. So. Die knöpfen wir uns natürlich trotzdem vor, weil... Punkte. Wir sind ja erst Stufe 5 und... Kann ich das nicht nehmen? So, jetzt schon, oder was? So. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Wo sind meine Verbündeten? Oh, tot! Die sind viel... Jetzt sehe ich das natürlich erst. Die haben ja den Totenkopf. Die sind viel, viel stärker als wir. Beruhigt euch mal. Wenigstens sind die Verbündeten jetzt wieder da. Hey. So. Dann holen wir uns mal Loot. Das nehmen wir auch mit. Ja, bei den Banditen hätte ich jetzt schauen müssen, natürlich. Na, wie es ausschaut, da hinten sind noch mehr von denen. Die nehmen wir, glaube ich, auch mal mit. Boah, hier sind überall welche. So. Denn ich glaube, ein bisschen Erfahrungspunkte können wir immer gut gebrauchen. Da sollten wir ruhig ein bisschen schnetzeln. Ganz ruhig, Leute. Wirst du wohl aufhören? Auf der Null sind Fallen. Kommt der jetzt hierher oder? Okay, das hat ja super funktioniert. Gut, das sollten wir das nächste Mal einplanen. Dann locken wir uns nämlich die Gegner einfach ran. Wo ist denn da unten? Ein Dorf? Okay. So, irgendwo war ja jetzt noch hier der Wagen da vorne. Okay. Mal schauen, wer das da ist. Karawanenführer, okay. Nö, ich finde, wir sollten vielleicht ein bisschen laufen. Einfach, um da noch ein bisschen...
Okay. Ein paar Fledermäuse kann ich machen. Wirklich jetzt? Ja, dieses Wild drauf los, das funktioniert natürlich so nicht. Jetzt sag mir nicht. Okay. Die konnten wir machen. So. Okay, das probieren wir gleich nochmal. Und wir nehmen das auch mit. Mit denen sollten wir uns vielleicht nicht anlegen. Aber anscheinend... Achso, das sind eben nur die hier. Die Kätzchen. Sehr gut. Wenigstens haben wir das gekontert. Ich sehe das mal alles als Einnahmequelle und vor allen Dingen als Erfahrung. Die große Frage ist natürlich, was ist das hier? Ah, okay. Wir haben das Dorf entdeckt. Das ist natürlich sehr gut. Ah, und ein Reisestein. Das heißt, wir können später nochmal zurückkommen. Jetzt ist natürlich die... weit haben wir es eh nicht mehr. So. Hey. Ganz ruhig. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. So. Die nehmen wir natürlich gleich wieder mit. Die Fallen sind super. Also da sollten wir immer schauen, dass wir welche dabei haben. Die scheint ziemlich stark zu sein. Mal wieder auf dem Weg. Boah, ein Fuchs. Ja gut, das kriege ich nicht hin. Der ist zu schnell. Ist das nicht schön? Bisschen bei Nachtreisen. Oh. Nehmen wir alles mit. Das wurde wohl überfallen hier von den Bärwölfen. Der hier scheint ein bisschen stärker zu sein. Oh, das kann doch nicht sein. Ja, läuft nicht so gut. Mehr konzentrieren. Ich lasse mich halt so verlocken. Das ist zu solchen Aktionen. Ich meine, haben will ich die jetzt da schon. Aber...
können wir keine... Jetzt wollen wir mal schauen. Keine Munition oder so herstellen. Das wird nur an der Werkbank gehen wahrscheinlich. Aber irgendwelche... Nein. Nicht schon wieder. Ganz ruhig. Ich will nicht reisen. So. Na komm. Den hat's voll zerlegt. Sehr gut. Das funktioniert schon besser. Level 6. Cool. Aktion Tränke würde auch gehen. Okay. Und kann ich hier... Ich kann meine Leute nicht zurückholen. Das ist scheiße. Geht doch. Doch, das war ein bisschen schwer, weil das hier natürlich die Grenze ist. Bevor es ins nächste Gebiet geht. Unsere Falle nehmen wir wieder mit. Und dann schauen wir uns mal im Lager um. So. Tagebuch eines Wanderpredigers auf dem Weg nach Osten in Richtung Neusserin. Hörte ich, wie einige Reisende über einen Schatz sprachen, den sie hinter dem einsamen Baum auf der Klippe versteckt haben. Ich habe Angst, dass diese Leute Verbrecher sein könnten, die diesen Schatz durch Plünderung erbeutet haben. Möge der Erleuchtete mir beistehen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Die Frage ist, auf welcher Klippe, aber dem können wir später nachgehen, da haben wir bestimmt ein Quest. Dingsy. Verdächtig. Das ist natürlich nicht so gut. So, was haben wir hier? Gesalbte Waffen. Die Fallen sind natürlich auch gut. Stasis.